So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Wheels hier zur 10. Und mit dabei ist natürlich der Micha, der gerade weggerannt wurde. Aua! Hallo! Alter, das ist die KI voll gemein. Das hat wehgetan. Und heute fahren wir natürlich wie angekündigt das Hot Wheels Gold, der hat aber erst noch ein paar PR-Stunts, die wir nicht gemacht haben. Die machen wir zuerst, oder versuchen es zumindest. Sind noch 4 Stück. Mal gucken, ob wir die schaffen. Das erste müsste ein Gefahrenschild sein. Quasi der Wagen ist ja ideal dafür. Welches Fahrwerk, mega viel Bodenfreiheit. Was will man mehr? Oh, ist es der Sprung da oben? Das kann sein. Ja, ist ein netter Sprung. Eine geile Kurve hier. Okay, das war ein bisschen früh gewesen. Oh Gott. Oh, stopp. Brrr. Ja, Anlauf. Das habe ich gerade auch gesehen. Mal schauen, wo es dahin geht. Okay, viel Anlauf kann man da nicht nehmen. Ich fahre mal von hier. Und ich komme von der Seite. Denn Ladies first. Oh, danke schön. Aha, wie aufreizend. Das soll man jetzt so schaffen direkt. Jui! Okay. Oh Gott, ich hab Angst. Ach. Du Scheiße. So, 300 glatt. Also ein paar Zentimeter mehr, aber... Ich hab's okay, erwartet. 5 Meter mehr. Das schafft man. 336. Alles. Du musst musst von der anderen Seite anfahren. Daran muss es wohl gelegen haben. An nichts anderem. Nur die falsche Seite. Okay, ja, das... Mit 5 Meter, das ist ja nicht... Das kann man schaffen. Diese Kurve hier, ich liebe die. Und mir so viel schön schnell nehmen kann. So. Achso, ja. Ich bin ein Idiot. Und ich bräuchte so Nitro, was ich einbauen könnte. Ich war die andere gibt's Seite. Mal gucken, ob die besser ist. Gibt's bei Warren. So, der AMC gibt mal Gas hier vorne. Die Kurve auch ein bisschen schnell nehmen. Ein bisschen schnell nehmen. Kann ich losfahren? Ja, ja, ich bin nicht im Weg. Ich warte nur auf die KI. Dass die nicht nur im Weg ist. Ob das so gut war, ich weiß ja nicht. Komm! Komm, 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 komm! Sogar weniger als schön, vorher. Schön weit geflogen. Ja, schön einen halben Meter weniger als vorher. Ich glaube, das schaffe ich nicht. In dieser Ausführung des Wagens. Ey! Huch! Wo bist denn du? Ich bin auch hier direkt neben dir. Ah, so. Da. Ich sag mal, ja, ich habe nur, dein Schild gesehen. Kilometer. Die sollte ich aber wohl schaffen auf der Sterne. Oh Gott. Den habe ich nicht gesehen. So, wo bist denn du? Ach, da hinten ist er. Ich fahr dir immer hinterher. Au. Okay, nicht immer. Schön gegen die Wand gebrettert. Manchmal mache ich auch ein bisschen Freestyle. Manchmal. Oh, bei mir leckt's ein bisschen. Bei mir verschwinden die Autos und ich sehe nur noch die Namensschilder. Alles klar. Okay, Gazil sieht anders aus. Hier wieder schön schräg da. Oh Gott, ey. Furchtbar.
Verbesserung ist ja schön, aber das waren bereits 3 Medaillen. Das war mega scheiße. Okay. Nehme ich so hin. Leicht verdient. Ja, also sie müsste noch theoretisch also nein! Hier ist noch ein Gefahrenschild, das haben wir noch nicht, das haben wir gerade gemacht, schaffe ich nicht. Dann haben wir hier noch einen Blitzer, den schaffen wir nicht, aber noch der letzte PR-Stand fehlt quasi. Hier oben. Das war wieder ein Blitzer. Den machen wir noch und dann fahren wir das Goliath. Die Goliath. Ich bin hier unten am Strand. Na, wo du denn gehörst. Ist das die neue Rude? Ja. Okay, dann fahre ich schon mal los. Ah, wäre. Oh Gott, wäre nicht schlecht. Ich meine, du kannst auch gerne stehen bleiben. Warum? Na, Quatsch. Ich frage auch noch warum. ja. Ich habe noch wieder 1 Kilometer. Warte. Noch ein Fahrschild? Hab ich das übersehen? Moment. Ich halte mal kurz an. Hab ich das Gefahrenschild hier wirklich übersehen? Dass hier mittendrin steht? Ja. Warte, wo bist du denn? Ich bin gleich bei dir. Warte mal, ich sehe dich auf der Karte überhaupt gar nicht. Wo bist du denn? Ah, gut. Ja, ich gucke mal was aus. Au! Wir machen erstmal das hier. Neue Route. Planänderung. Okay. Da noch ein Gefahrenschild, habe ich noch übersehen. Können wir direkt schnell machen. Das könnte der Wagen sogar schaffen. Weil in der Haftfahrt kann man ziemlich schnell fahren. Ja, das könnte machbar sein. Ach, Scheiße. Oh Gott! Flieg, mein Fabi, flieg! Ich fahr schon mal weiter, ne? Ja, immer fahr. Also, das war von mir eventuell nicht ganz so vorteilhaft. 260 Meter. Okay. Nochmal. Nicht reinfahren? Danke. Ja. Ich fahre nochmal durch die Halfpipe zurück. Ich auch. Ich fahre außen. Ah, okay, da bist du. Reicht die Geschwindigkeit? Mal schauen. Ach. Doch, jetzt. Nein, 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 nein! Ich bin im Wasser gelandet. Ich komme hinterher. Oh, Tschüssikowski. Ja. Hätte etwas mehr nach links gemusst. Würde mal eine längere Folge wahrscheinlich. Ist ja auch nicht schlimm. Soll auch eigentlich letzte Folge Hot Wheels sein. Das ist danach zwingend keiner mehr geplant. Oh. Oh. Ja, nee. Warum tust du das? Weiß gar nicht. Ich wollte es kurz sagen, es gibt ja dann auch noch ein paar schöne Meisterschaften. Ja, und ich werde sicherlich alle laufen, aber vor allem die 28. Ist auf jeden Fall nicht so eintönig oder so. So, ich probiere es von hier aus. Wie weit fährst du noch zurück? Ich bin ein bisschen weiter zurückgefahren. Okay. Kleines bisschen. Das war Fahrbahn in der Kurve, gleich bei der Halfpipe nicht so schnell sein. Da muss man bremsen. So, ich habe mich ein wenig aus der Schussbahn gestellt. Ja. Du musst nämlich hier sowieso schon abbremsen in der ersten Kurve. Und ich jetzt. Flieg wie. Ich hab's verkackt. Ganz zufällig. Also. 196 Meter.
Kein. Keinen einzigen Meter habe ich geschafft. Okay. Ja, alle guten Dinge sind 24. Oh, wie komme ich jetzt da runter? Ja, Pagani, komm. Wow. Ich komme ja nicht weiter. So vielleicht. Ja, komm, so ist wieder. So ist die Welt wieder heile. Das kann nicht sein. Ich lande jedes Mal irgendwo, aber nicht da, wo ich soll. Irgendwie mag mich das Spiel nicht. Okay. Fahren wir wieder drei Medaillen haben? Das kann ich nicht zulassen. Der Hexer, der irgendwo sitzt. Oh Gott. Entschuldigung. Kein Ding. Ich habe dich gesehen und wollte aus dem Weg fahren und bin dir genau reingefahren. Ja, haben sich die beiden Richtigen getroffen, ne? Ja, tut mir leid. Was schlechter Wort wird sich heißen. Ich habe extra gedacht, ich gehe ein bisschen nach oben, weil du wirst durch die Mitte kommen. Nee, ich komme extra oben, weil ich da schneller bin. Aber diesmal, ich will jetzt mal langsam hier wirklich einen Versuch in den Sinn legen. Egal wie gut er gehört, wenigstens mal einen Versuch, wo ich richtig lande. Und nicht im Wasser oder im Weltall oder sonst wo. Ich lande wieder Okay, hier oben. Ich verstehe das nicht. ich hab's verrissen. Bin ins Ich Wasser. lasse es jetzt. Wir machen den letzten Blitzer und fertig ist. Ich habe keine Lust auf Okay. dich. Das ist mir jetzt irgendwie zu blöd. Okay. Ja, dieses Quatschschiff bekommt das Prädikat ungenügend. So. Das ist übrigens ein 6 für die das nicht wissen. Das ist die schlechteste Note. Ich bin, glaube ich, einfach Hast nur du die? zu. Ja? Hast du eine neue Route gesetzt? Ja. Ah, okay, da muss ich zurück. Ach, da bist du. Ich mache gerade den Looping. Weil Zander, der ist schon ein ziemliches Biest. Loop-de-loop. Fällt dir schon sehr nicht. Zack, dein Medaillen. Na, so muss das doch sein. Direkt hier easy 3 Stück. Oder quasi einer mehr als vorher. Aber 2 plus 1 sind ja auch 3. 354. Ich habe genau 330 und man braucht noch 330. Auf den km/h genau habe ich das geschafft. So, jetzt geht's Okay. hier ans Goliath, Leute. Hot Wheels Goliath. Oh. Ich bin echt mal gespannt, wie die Strecke Das. ist. Ich bin das noch nie gefahren, logischerweise. Der mich ja schon einmal. Einmal, aber ist das die neue Route? Ja. 3 Kilometer. Okay. Ich bin echt mal gespannt, wie sehr wir das verkacken werden. Natürlich wollen wir es, oder ich würde gerne, dass das Team gewinnt. Aber es ist immer leichter gesagt als getan. Ja. Vor allem mit mir als Co-Piloten. Ich bin aber auch nicht immer besser. Also. Aber mal schauen. Wollte ich ja einfach mal die Version da reinschneiden ins Video, wo wir die jetzt richtig perfekt fahren oder so. Da musst du aber viel schneiden bei mir. Naja, mal sehen. Irgendwie so was wie so 200-300 Schnitte. Für die einzelne Passage oder Kurve oder sonst was. Da kommt die Folge aber auch erst in 3 Wochen, ne?
bis ich die fertig geschnitten habe. So, wo ist es denn hier? Ja. Da ist es, Hot Wheels Goliath. So, erstmal anmelden. Wir fahren. Wir fahren zwei Ründchen. Achso, ich kann das gar nicht einstellen, sehe ich gerade. Dann ist es wahrscheinlich nur eine Runde. Naja. Bin schon direkt hinter dir. Muss ich mich mit zufrieden geben? Ah, okay. Ja, mir war nämlich so, als wenn es nur eine Runde gewesen wäre, ne? Bin ich ein bisschen schade. Kann auch gerne zwei sein. Ja gut, wenn du das gefahren hast, kannst du ja dann die Meisterschaften einrichten, ne? Und da kannst du dann wieder einstellen, so viel du willst, denke ich mal. Ja. Ja, 50 Runden auf jeden Fall, ne? E-Setter. Ne, das schafft das gar nicht. Das schafft du übrigens gar nicht. E-Setter, der ist zu langsam. Oh, Alter, nette Autos hier, die hier mitfahren. Nicht schlecht. Ich sehe nur Ferraris. Boah, echt geile schnieke Wagen, muss ich sagen. Können wir jetzt alle nicht leisten, aber man darf ja mal träumen. Wir sind die Einzigen, die sich so ein Sonder-R genommen haben. Tja, es sind halt alles Nuke, die mitfahren, außer wir, ne? Au! Alles klar, ich mach einen Abgang. Kein Ding. Nichts passiert. Ey, Alter! Dieser P1-Fahrer. Hallo. Ey, du bist Erster, was ist denn hier los? Der hat vorher geübt, der Junge. Der hat hier vorher auch noch 50 Mal gefahren, während ich weg war. Seht ihr, guck mal, perfekt kann man den Wagen. Aber ich bin wirklich erst gefahren. Ja, das ist 50 Mal gefahren, mindestens. Muss so sein, sorry. Ich muss mich mal kurz an einen Wagen anlehnen, so ganz leicht. Das mache ich auch immer mal. Was brauchen die aber auch manchmal? So eine schöne Nackenstelle oder so? Achtung, wenn du hier vom Looping runter kommst, Linkskurve. Ja, die Kurve kenne ich noch aus dieser einen Strecke, weißt du das noch? Da wäre das dann, glaube ich, gewonnen. Späten Versuch haben wir schon locker 3-4 Mal gemacht. Denn in der letzten Kurve, in der dritten Runde, habe ich diese Kurve verkackt. Dadurch haben wir nicht mehr gewonnen. Dann warte ich erst dann zwei da. Nein! Wir waren erst dann zweiter. Werde nicht zurückgesetzt. Okay. Jetzt. Was sehe ich denn hier gerade ein bisschen? Das gefällt mir überhaupt nicht. Bin von der Strecke schon wieder geflogen, komm nicht hoch. Okay. Ich werde nicht zurückgesetzt. Ach du Scheiße, der Sprung. Und dann bekommt ihr einen Erfolg, wenn man diese Strecke in diesem Wagen, also Paranizonda R, in unter 6 Minuten 30 fährt. Eine Runde. Ich glaube, ich habe 8 Minuten 30 gebraucht. Na dran, ne? Ja. Fehlt nicht viel. Jetzt fängt es auch noch das Nieseln an. Leise rieselt die Vier auf das Zeugnispapier, was? Also ich habe ja keine Vier. Passt. Oh, jetzt bist du plötzlich Erster. Ja, ich habe wirklich auf dem Zeugnis 2-4. Muss ich leider gestehen. Also umgerechnet in das normale System. Ich finde die Strecke, ich finde die cool. Ja, aber wenn du hier abfliegst, ne? Oh, das wird teuer. Okay. Also die Rücksetzpunkte
Gewöhnungsbitte. Ziemlich spärlich gesetzt. Meine Strecke ist cool, aber da braucht man aber sehr viel Konzentration für. Vor allem beim ersten Mal. Ich bin doch gerade wieder mega am Schwitzen. Beim zweiten Mal auch schon, sage ich dir. Da klebt mir am Arsch deine Gegner. Und der Ferrari, ey. Ich glaube, wenn ich so weiterfahre, dann werde ich auch Erster. Du hast bis jetzt noch keinen großartigen Fehler gemacht. Okay, war jetzt ein Fehler. Was haben wir hier? Was ist denn hier? Nein! Das ist... Oh Mann! Alter, das ist doch ätzend, ey. Ich hab den Sprung leider nicht geschafft. Okay, danke fürs Anschieben. Ey. Verpiss dich. Hier, da ist er richtig gar nicht. Hallo. Alter, ich bin so am Schützen, ey. Ich kann auch kein Wort halbwegs normal reden. Ihr hat schon die Sprache verschlagen. Ja, merke ich schon. Ich will auch wieder nach vorne kommen. So. Gut. Weil das reicht aktuell nicht. Um zu gewinnen. Alter, wie weit man da springt. Ich höre gerade, glaube ich, wieder auf, oder? Kann das sein? Oder? Oh Gott! Das war nicht gut. Das Schöne ist, wenn man sich dreht, kann man sich die Gegend angucken. Oh, schön, ja. Gerade noch mal einen Blick zurück auf die Stadt gemacht. Immer noch Zweiter geworden. Was für ein Rennen. Bleib so, Michi. Zählt das gut. Das reicht. Wir haben das Setup in unserem Hinterhof. Also los. Bitte. Alter. Ich zitter so hart. Alter. Alter, in meinem Schweiß kann ich baden, glaube ich. Ich komme nicht ins Ziel. Aber bleib Zehnter, bleib Zehnter. Bleib Zehnter, dann ist alles gut. Jawohl. Ich kann nicht. Aber, ja, mehr Punkte gemacht als das Team Driver-Teil. Die können nämlich nichts, die Noobs. Gewonnen, yes. Okay. Hat gereicht. Oh, danke fürs Mitnehmen. Oh, das gibt aber Credits. Wow, 24... Das war echt wenig EP. 24.000? Ich hab nur 15.000, aber okay, ich hab ja auch nichts gebracht. Doch. Halt nicht so viel wie ich. Ja, da vorne mitzufahren, das ist jetzt auch hier im Online, also quasi ohne Zurückspulen so, ohne, also Fehler ist hier Fehler. Ja, definitiv. Also das ist schon, muss gut überlegt sein, lieber ein bisschen langsamer. Aber bei einigen Stellen dachte ich mir so, komm, entweder Risiko oder verkacken. Meistens wäre er so, komm, Risiko, scheiß drauf. Du hast einen versucht, die Kurve richtig zu machen, du gibst einfach Vollgas. Hat meistens noch funktioniert. So, du bist gewonnen und quasi auch durchgespielt.
Ich habe mich mehr fürs Verkacken entschieden. Ja, gut, kann man auch machen, ne? Ja. Ich muss aber sagen, Hot Wheels hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, definitiv. Ist auch wirklich mal was anderes. Ich war ja am Anfang sehr skeptisch gewesen Ich auch. und nee, das geht eigentlich gar nicht, aber hat Spaß gemacht oder macht auch noch Spaß. Ich habe ja noch ein Klar. paar Sachen vor mir. Ich auch. Also diesen Goliath werde ich definitiv noch ein bisschen probieren müssen. Ob das so ein Lieblings-Goliath wird wie auf dem Festland, Das mal glaube ich nicht. sehen. Nee, glaube ich auch nicht. Aber interessant. 6 Minuten 30, weit entfernt. Ich kann ja mal Ich glaube gucken. nicht. Ich weiß nicht mal, was meine Rundenzeit war. Das kann ich aber, glaube ich, hier nachgucken, oder? An der nicht schnell reise. Kann man das irgendwie nicht nachgucken? Warte, ich guck mal hier bei Hot Wheels. Ach so, bei den Rivalen. Es kann sein, ja. Wo sind denn die nochmal? Die Wahl ist gerade gesperrt bei mir, erstaunlich, komischerweise. Ah, weil wir in der Gruppe sind, Muss ich okay. später nachgucken, aber ich denke mal, ich war von der 6 Minuten 30. Ich weiß nicht mehr, aber ich glaube, ich hatte 7 Minuten irgendwas. Bin mir aber nicht sicher. Werde ich nachher nochmal nachgucken. Ich meine, wir haben jetzt noch hier Meisterschaften vor mir, oder ich zumindest. Die ganzen Meisterschaften machen, alle Rennen auf der Sterne machen, alle PR-Stats. Also, das habe ich noch ein bisschen was vor mir. Das werde ich aber eigentlich nicht mal in Aufnahme machen, weil das dauert einfach zu lange. Ich kann jetzt nicht die 28 Meisterschaften hier rumjuckeln. Mit Hot Wheels. Das will keiner sehen. Aber war wirklich sehr toll, Oh. auch hier im Koop, so mit Micha und mit Kai, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist echt mal cool gewesen, das Projekt hier. Nicht mal nur alleine fahren. Oh, vielleicht können wir ja dann auch mal, wenn du jetzt die Meisterschaften ohne Aufnahme machst, vielleicht passt es sich ja, dass wir alle 3, 4 mal Zeit haben. Dann können wir dann miteinander die Meisterschaften Wer wäre denn machen. der vierte? Der Tom, Ach so. der Kai Der Kai, ja. und der von vorhin, der Kollege. Oh, mal gucken. Werden wir sehen. Aber fand ich wirklich mega. Ich fand das auch cool. Mal aus hier im Koop zu erleben, quasi. Das passt auch so ein bisschen zu Hot Wheels, finde ich. Also, ich meine, Hot Wheels ist irgendwie sowas, ein bisschen was Abgedrehtes. Und Koop mit mir und Micha ist auch abgedreht. Oder mit mir und Kai. Woran das wohl liegt? Ich kann mir nicht vorstellen, woran das liegt. Weil allein schon, wie der Wagen aussieht. Das sagt schon alles. Ich finde ihn klasse. Also die Lackierung finde ich Ja, das echt Design geil. ist cool gemacht. Finde ich auch. Aber nicht für den Wagen. Das ist nicht ganz so passend. Aber muss dir ja Mensch. gefallen. Ist Ich ja. wollte sagen, ich stelle mich mal noch ein bisschen in die Abendsonne. Lolle wurde es gerahmt von der KI. Ja. Das ist so Ja. verdient, das hast du bekommen. Ich mal in die Drohne. Natürlich wieder an Micha, vielen Dank fürs lange Durchhalten bei mir. Wir haben 8 von 10 Folgen hier gemacht im Koop. War mega toll mit dir, Echt? fand ich. Ja, hat mir auch gefallen. Und das war, denke ich mal, nicht das letzte Video mit Micha. Werden auch vielleicht andere Sachen kommen. Muss ich mal gucken. Tja. Hast du das gesehen? Ja. Der eine von links, der andere von rechts. Ja. Ja, woran das wohl liegt? An deiner Lackierung. Der dumme Fahrer, der mag dich überhaupt nicht. Okay, ich geh weg. Hilfe. Tja. Dann Leute, ne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo. Tschö.